Und jetzt stellen wir Ihnen Rainer Martens vor. Der ist auf der Halbinsel Eiderstedt bekannt wie ein bunter Hund. Genau wie das Lütt Matten. So heißt die Musikantenkneipe, die er vor vielen Jahren in seinem Heimatort Garding eröffnet hat. Genau, Garding. Da fährt man immer durch, wenn man nach St. Peter-Ording fährt. Und um das Lütt Matten geht es jetzt. Das ist nämlich inzwischen Kult im Norden. Der Westerhever Leuchtturm, ein Wahrzeichen von Eiderstedt. Die Pfahlbauten von St. Peter-Ording einzigartig. Und auch sie ein Original, die Musikantenkneipe in Garding von Rainer Martens. Immer seine Meinung sagen, sich nicht über nichts beklagen, das Jammern wird auf niemals mehr vertan. Sich und andere nicht belügen, auch mit Worten kann man siegen, verlieren ist nun mal nicht angesagt. Eine Musikantenkneipe in Garding bot sich deshalb an, weil ich selbst Musiker bin, selbst gern Musik mache und ich damit meinen Lebenstraum erfüllt habe. Ich wollte in meiner eigenen Kneipe Musik machen. Und deswegen habe ich diese Kneipe hier aufgemacht, das Lütt Matten, und habe gesagt, so, jetzt habe ich ein Lokal, wo ich selbst Musik machen kann. Er macht nicht nur selbst Musik, sondern er lädt auch Bands aus der ganzen Republik ein. Jeden Sonnabend gibt es bei ihm Live-Musik, auch heute Abend. Da spielen Nordwart Ho, eine norddeutsche Rockband mit eigenen Texten. Für die muss er noch ein paar Sachen besorgen. Und Rainer, alles klar? Hallo. Rainer Martens ist in Garding geboren und aufgewachsen, hat fast sein ganzes Leben hier verbracht. Wir kennen uns schon ewig. Das war mal der erste Freund von meiner Frau. Rainer, der ist so bekannt hier, das ist wie ein bunter Hund, also ein Star aus Garding, sag ich mal so. Ja, schön, dass wir den haben hier. Gut. Rainer Martens stellt den Bands nicht nur die Kneipe zur Verfügung, sondern kümmert sich auch ums Essen. Moin, Ali. Ja, alles gut? Ja, hast du einen Zahn? Wieder ein bisschen Brot für meine Musiker. Hast du einen Zahn? Ich denke, so ein Mischbrot. Oh, bitteschön. Dankeschön. Kommt da denn noch was zu? Nö, das war's für heute. Dann einmal 3,70 bitte. Stullenschmieren, ein festes Ritual vor jedem Konzert. Rainer Martens kümmert sich persönlich, mag den direkten Draht zu den Künstlern. So, Jungs, Essen ist fertig. Lang zu. Ja, nun geht er raus. Jo. Gleich. Oh, das mit dem Bett hier. Und ja. So, Schwarzbrot ist ja was Besonderes. Ja, hallo, das ist meins. Lecker, lecker. Ja. Alles mit Liebe geschmiert. Für und Margarine. Die Kneipe von Rainer Martens ist jetzt schon bis Ende 2014 ausgebucht. Ich habe den Gig vor einem Vierteljahr klargemacht. Und jetzt ist einem Vierteljahr vorbei. Ist wirklich eine lange Zeit, aber auf einmal ist es soweit. Und wir freuen uns total drauf, heute hier zu spielen. Seit 16 Jahren hat Rainer Martens jetzt das Lütt Matten, hat seinen Job als Versicherungskaufmann an den Nagel gehängt und den Traum von der eigenen Musikantenkneipe verwirklicht. Wir kommen jede Woche hierher. Und die Band ist toll. Super, nordisch, so muss sie sein. Wir sind alle dabei von 18 bis 88. Und wenn einer die 88 überschritten hat, er darf trotzdem kommen. Man kennt sich hier, ganz viele Leute, die sich kennen und so weiter, Hallo sagen, fast wie ein Wohnzimmer. So Leute, ich gebe mir Mut rum. Seid nicht so geizig. Tut ordentlich was rein. Danke sehr. Die Musiker bekommen keine feste Gage, sondern das, was am Ende des Abends im Hut ist. Wow, es ist ein Traum, hier spielen zu dürfen. Man muss einfach auch als Band gespielt haben. Ich find's fantastisch. Es ist einfach voll. Es ist eng, es ist heiß. Das ist einfach Musik pur. Der Höhepunkt am Abend für Rainer Martens, wenn er mit auf der Bühne steht. Na, das hat auch was mit Leben genießen zu tun. Klasse, nicht perfekt, sondern mit Herz.